Hallo, wir sind hier im Good Photo Fotostudio. Face Contest 2015 ist voll am Laufen. Die erste Vorentscheidung ist gefallen und 10 Kandidatinnen sind hier eingeladen worden ins Studio für weitere Aufnahmen. Eine davon ist jetzt hier bei mir, die Mona. Mona kommt aus Paunzhausen, ist 21 Jahre jung. Wie viele Votes waren das bei dir ungefähr im Monat? Ich glaube, in der letzten Runde waren es um die 1000 Votes, die ich hatte. Super. Hat dich natürlich sehr gefreut. Ja, habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Sieht man auch, dass das nicht nur einem selber so gut gefällt, man teilweise auch aufhört, sondern dass man eben auch andere Leute mit den eigenen Fotos wirklich auch eine Freude machen kann, dass man auch anderen wirklich vielen Leuten, die man noch gar nicht kennt, dass denen auch gefällt. Auch ein schönes Gefühl für einen selber. Und das gefällt dir beim Modeln wahrscheinlich auch gut? Genau, auch einfach, dass man eben auch anderen Leuten Freude macht, dass man beim Fotografen teilweise auch sieht, wie der richtig Freude daran hat oder zu sehen, wie sich das Modell so anstellt, wie am Ende für Fotos rauskommen. Einfach diese Veränderung auch, was man allein beim Modeln von der Körperhaltung hier allein ausmachen kann. Diese Ausstrahlung ist einfach auch total interessant für mich selber und es gefällt mir so gut. Macht mir wirklich riesen Spaß, das ganze Modeln. Was war dein lustigstes Erlebnis? Wir sind schon mitten im Interview. Das lustigste Erlebnis? Eigentlich war bisher jedes Shooting eigentlich mit jedem Fotograf eigentlich immer relativ lustig. Ich glaube, das Lustigste war, als plötzlich einfach wir so einmal im Wald geshootet haben und ein ganzes Zeit Leute vorbeigekommen sind und auch Hund dann zu uns angelaufen ist und alles geschnüffelt hat, die ganze Tasche mit der Kamera alles inspiziert hat. Das war schon sehr amüsant. Was wünschst du dir für dich? Wie soll es weitergehen? Ich würde eben für mich selber auch gerne noch viele weitere schöne, lustige Shootings haben, wo auch immer viele schöne Fotos rauskommt, die man teilweise auch mal verschenken kann. Ich habe jetzt eine Freundin, habe ich letztens auch mal zum Shooting mit eingeladen, habe sie mitgeshootet. Wie sie damit eigentlich auch dafür begeistern können, dass sie einfach diese Freude dann eigentlich auch weitertragen kann, übertragen kann auf andere Leute. Wie lange machst du das schon? Seit circa anderthalb Jahren tut ich jetzt schon mal. Okay, und mit vollem Herzen dabei. Auf jeden Fall, ja. Was wünschst du dir für die Welt? Weil momentan mit den ganzen Asylanten, dass man endlich Bedarf eine Lösung findet, dass wir auch mal wieder Frieden einkehrt, dass wir vielleicht wieder in ihre Heimat zurückkehren können, ihre Familien wiederfinden und wieder alles in gerechte Ordnung kommt, so wie es eigentlich sein sollte, wie ihr dann eigentlich glücklich und zufrieden ist. Wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen, was würdest du ändern? Dass die Politiker endlich mal handeln und nicht nur reden und wirklich mal... Sehr gut. Das alles vorantreiben. Ja, warum sollen die Leute jetzt natürlich weiter für dich voten? Es geht ja in die Endrunde, Mona. Weil ich meiner Meinung nach eine super Ausstrahlung habe, mir das total viel Spaß macht und ich das nicht nur für mich mache, sondern auch für die ganzen Leute in der Welt, die sehen, dass man wirklich auch was mit Fotos bewirken kann. Nicht nur Worte, sondern auch man wirklich mit Fotos und Taten auch wirklich was bewirken kann. Toll. Was ist deine Botschaft an deine Fans? Bitte votet alle für mich. Okay. Ein super Erlebnis für mich, bitte. Klar und deutlich. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit den weiteren Aufnahmen. Ihr macht jetzt noch ein paar Bilder und eine Rose. Für die Rose darfst du mitnehmen. Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Dankeschön. Gern geschehen. Sehr.